Ich bin als Architekt da drauf gekommen. Wie können wir die bisher übliche, kraft- und zeitvergeudete Arbeitsweise im Haushalt verbessern? Wann wird die Allgemeinheit einmal erkennen, welche Art der Wohnungseinrichtung die für sie zweckmäßigste und beste ist? Die ganze Küche habe ich selber geplant. Da bin ich zum IKEA und habe dort mich beraten lassen. Dass das eine wirklich kleine Küche ist, ist mir schon wichtig. Ich habe immer die Dinge irgendwie systematisch angegangen. Also die Leute glauben immer, es ist nur wichtig, ob ein Kastel dort oder dort steht. Für mich war wichtig, machen wir Wohnküche, machen wir Essküche, machen wir Arbeitsküche. Wie können wir den Menschen die Arbeit erleichtern? Das war eine Grundrissfrage und keine Küchenfrage allein. Leider ist die Küche allein übrig geblieben, weil sie so berühmt geworden ist. Für die Benutzung von Geräten und Möbeln eine Bewegungsfläche von 1,20 Meter zwischen den Zeilen unerlässlich. Bei einer Tiefe von 60 cm auf jeder Seite, somit Küchenbreite von 2,40 Meter. Es ist in der Architektur allgemein üblich, den Gebrauch von der Herstellung, das Wohnen vom Bauen zu unterscheiden. Demnach wird zuerst gebaut und dann gewohnt. Das Bauen geschieht durch einen Architekten, der sich als Künstler versteht. Er ist kreativ und hebt etwas in die Existenz, er schöpft ein Werk, das es vorher zumindest so nicht gab. Das Wohnen geschieht durch Bewohner im Nachhinein. Bewohner stehen im Gegensatz zum Künstler, sie sind nicht kreativ, sie stellen nicht her, sondern nehmen hin. Sie sind sogar Antikünstler, sie heben nicht in die Existenz, sondern vernichten das Bau- und Kunstwerk in Gebrauch. Die Küche ist ein Arbeitsplatz innerhalb der Wohnung, aber zugleich Aufenthaltsraum für die Hausfrau für viele Stunden. Mit gutem Recht befreit sich die tragische Figur der berufstätigen Hausfrau von ihrer Doppelbelastung durch den Griff zum Fertigessen. Ein wichtiger Ort zum Wohnen ist für mich auch die Küche. Es ist das Zuhause. Also das ist so der einzige Ort, an dem man genau die Person sein kann, die man eigentlich ist. Ich empfinde viel Langeweile in der Küche. Viel Langeweile in der Küche. Es macht Freude, selbst zu kochen.
Ich glaube, dass Essen schon noch sehr wichtig ist. Ein Grundbedürfnis wird damit erfüllt. Ein Kriterium gibt es noch, das ist Funktionalität. Und wenn alles funktioniert, dann kann man sich wohlfühlen.